Mecklenburg-Vorpommern war 1990 noch das Bundesland mit dem jüngsten Durchschnittsalter. Die über 60-Jährigen machten gerade einmal 15,6% der Bevölkerung aus. Viele junge Menschen zogen weg aus dem Nordosten. Grund dafür war der Mangel an Ausbildungsplätzen. Durch die sinkende Geburtenrate und der steigenden Lebenserwartung wird Mecklenburg-Vorpommern schon bald mit Abstand das älteste Bundesland sein. 2030 ist voraussichtlich jeder vierte Einwohner in MV über 70 Jahre alt. Das Bundesland reagiert auf den Wandel und zieht seinen wirtschaftlichen Nutzen daraus. Durch die einzigartige Natur bietet das Land die besten Grundvoraussetzungen, um Körper und Seele zu pflegen. Die zahlreichen Kureinrichtungen am Strand, im Moor und an Seen helfen den Senioren, gesund zu bleiben. Das Problem, was sich halt darstellt für die Pflege oder für die älteren Menschen, die hier leben in Mecklenburg-Vorpommern, ist, dass Angehörige, immer weniger Angehörige da sind, die die Pflege übernehmen können, was ja früher halt so gewesen ist. Die Pflegeeinrichtungen übernehmen die Aufgabe der Familien und bieten den Senioren nicht nur eine gleichaltrige Gesellschaft und Verpflegung an. Wir haben eine Logopädin, also eine Sprachtherapeutin, die zum Beispiel auf Rezept bei den Pflegebedürftigen tätig wird, eine Physiotherapiepraxis, eine Kosmetikerin, die hier tätig wird, eine kosmetische Fußpflege, verschiedene Ärzte, neurochirurgische Praxis und eine Schmerzpraxis. Herr Schröder wohnt jetzt schon seit einem Jahr bei Lifetime Rostock und er freut sich über die angebotene Unterhaltung, wenn er nicht gerade bei seiner Frau ist. Der Dr. Spanel, der macht hier so Filmvorführungen oben im Eventbereich. Ne? Und das letzte Mal war das da vier Männer im Schnee. Das ist ein alter Film gewesen, den ich schon in den ganzen Jahren vorher zweimal gesehen habe. Es ist trotzdem immer wieder interessant und man sieht ja immer wieder was Neues. Ne? Ja, und dann lernt man allerhand Leute kennen hier, die hier so wohnen. Ne? Wenn man rausgeht, nicht mehr meine Zeitung holt von unten, treffe ich bestimmt immer irgendjemanden hier, ne? Die hier auch wohnen und unterhält man sich mal so ein bisschen. Ne? Ja, ich gehe dann mal durch die Kröppeliner Straße, gucke da mal so in die Geschäfte hier und da, wenn man mal irgendwie was sieht, Kleinigkeit kaufen. Viel kann ich mir ja nicht mehr kaufen, ich kriege ja hier nicht mehr viel unter. Ne? Das ist ja alles eben doch für mich jetzt sehr, musste ich mich also sehr dran gewöhnen, weil ich vorher wesentlich mehr Platz gehabt habe. Bei einem Mietpreis von 9,50 Euro pro Quadratmeter können sich die meisten Senioren nur eine kleine Wohnung leisten. Für alle, die weiterhin zu Hause wohnen bleiben wollen, bietet Mecklenburg-Vorpommern auch viele weitere Aktivitäten an. Im Mehrgenerationenhaus in Evershagen-Rostock wird wöchentlich gemeinsam Karten gespielt. Ich habe mit meinen Kindern, mit meinen Enkelkindern alle Rommi gespielt und ich spiele leidenschaftlich gerne, muss ich ehrlich sagen. Und darum gehen wir, sind immer die gleichen, fast. Und naja, wir gehen jede Woche hierher. Naja, eigentlich ist hier jeden Tag immer was, irgendwie für ältere Leute. Ne? Und ich habe einen Garten, ich habe Kinder, ich habe alles. Ne? Aber ja, das ist schon wegen der Gemeinschaft. Und dass man immer was vorhat. Ne? Zu Hause macht man nicht sitzen. Montag gehe ich hierher, Bingo, Abend zum Sport. Dienstag gehe ich Kartenspiel, Mittwoch gehen wir meistens tanzen. Donnerstag habe ich Kartenspiel und Mittagessen hier. Freitag gehe ich schwimmen. Ja, Sonntag gehen wir tanzen. Egal, ob man in den eigenen vier Wänden bleibt oder sich in einer Pflegeeinrichtung verwöhnen lässt, in Mecklenburg-Vorpommern gibt es neben der idyllischen Natur auch viele Aktivitäten für Senioren. Diese bilden hier eine Gemeinschaft, die aktiv den Kontakt zueinander pflegt, trotz gesundheitlicher Einschränkungen.